Wir gehen jetzt für den Full Tank Carry. That's unlucky, Nautilus. Was ist jetzt schon wieder los? Wieso werde ich geflamed? Was ist passiert? What's happening? Wieso werde ich geflamed? So. Also. Die Frage ist, wir müssen jetzt folgende Dinge überlegen. Die W. Daran kann ich mich erinnern, weil ich ein Erinnerungsman bin. Die hat giga viel Cooldown, wurde aber reduziert, 12 Sekunden. Die hatte damals 18, Leute. Stell dich mal vor, 18 Sekunden. Hält 6 Sekunden. 6 Sekunden? Die hat mal länger gehalten. Die hat mal so 10 gehalten. Das heißt, wir aktivieren das bei... Normalerweise hat man das immer so aktiviert, so dass es richtig früh, aber ich glaube, wir müssen es gar nicht so früh. Wir aktivieren es bei 1,26 oder 27. Jeder von euch macht AP-Damage. Ja, also er macht AD-Damage und er macht AD-Damage. Das geht schon klar. Außerdem mache ich, ich mach weder AP, ich mache auch kein AD-Damage. Ich mache Anker-Damage einfach, Leute. Ich mache einfach nur Anker-Damage. Auf Englisch Anchor-Damage. Bam. 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 Also Jungle Clear auf Nautilus ist nicht so fein. Der ist very slow. Der ist very slow. Wurde ein bisschen hier und da gebufft, aber very slow. Ich bin am überlegen, ob wir die, ob wir hier die Mobi Boots gehen oder so. Meint ihr, die hier schaffen wir? Vielleicht, aber mein Schild läuft aus. RIP. Müssen wir ein bisschen kiten. Peng. Macht das nicht AOE Damage? War das nicht so? Oder vertue ich mich jetzt? Das W macht doch locker AOE Damage, oder war das nicht so? Wenn man jemanden angreift mit der W? Glaube doch, oder glaube nicht. Gehen wir für, okay, Urgott macht gerade den unteren, dann nehmen wir den oberen. Er muss natürlich jetzt einen Caretaker machen, weil hier Urgott ist. Ich dachte immer, das macht AOE Damage. War das nicht so? Haben die das geändert, oder war das nicht so? Ja, okay. Bababi, bababi, bababi. Auto-Tag into E, into Auto-Tag into W. Bam. Nice Combo, Bro. Geh hoch, los. Immer nach oben schicken. Wenn die jetzt stirbt, ne? Alter, da frage ich mich manchmal, was ist mit der Menschheit passiert? Frage ich mich da manchmal, weil, wie kann das passieren? Ich habe 12-mal gepinkt, dass sie da ist. Der Urgott. Wie kann das passieren, Freunde der Sonne? Wie? Wie? Wir können sie, na, fragen wir sie? Nee, tun wir nicht. Wir ignorieren es. Na, weil sonst wird das nachher als Flame markiert, aber das, sowas darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren, Leute. Das ist halt Shinobi ziemlich kacke. Wir sind jetzt aber kein Shinobi mehr. Wir sind jetzt, was sind denn wir jetzt, Leute? So, wir gehen jetzt, wir nehmen noch den und dann ganken wir die Scheiße aus der Map raus. Oder sollen wir neu die Wölfe? Ich meine, ich kann gerade nirgendwo ganken, ist das Problem. Botlane könnte ich ganken, aber ich bin gerade alles andere, nur nicht Bot. Ahem. So, jetzt machen wir den Nahkampf. Anchor Damage. Bam. Das sah lustig aus. So. Wo böllern wir jetzt jemanden um? Wie sieht's aus? Ryze ist auf jeden Fall böllerbar. Ryze ist voll böllerbar. Eigentlich würde ich mich am ehesten auf der Botlane sehen. Aber ich glaube, wenn ich Yokai ganke, ist das das Beste, was geht. Weil der ist nicht komplett retarded. So wie die Midlane da. Wir gehen einfach mal hier in die Mitte und gucken, wo wir dann nach oben oder nach unten laufen. Ja, ich glaube, okay, er hat gerade gewardet, aber er hat, glaube ich, da gewardet. Und wenn ich hier, ich bin ganz schlüpfrig. Ich bin schlüpfriger. Ich bin schlüpfilos. Guck mal, er hat sich gesehen, weil ich bin Assassinalus. Let's go! Welcome! Guten Tag, ich bin derjenige hier. Auto-Tag into W, into Auto-Tag into very easy. Assassinautilus, Leute. Ich bin groß und breit. Mu. Ich komme. Eigentlich hätten die mich 100-mal sehen müssen. Okay, dann machen wir einen Backpot erstmal. Was maxen wir denn? W schon, oder? Oder Q. Ne, W. Oder? Ja. Da wir gönnen uns, wir wollen ja Damage machen. Slow. Oder die rote Machete. Slow brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Ja, doch, machen wir mal Slow. Slow schadet nie. Ja, wir können leider nichts kaufen. Wir kaufen uns mal eine Armor, aber wir kaufen noch AP. Ja, wir können ja gerade nichts kaufen. Oh, der ist immer noch da oben. Ich brauche Mobi Boots. E-Max, Mann. Echt? Ja, wir maxen einfach alles.
Wir brauchen auf jeden Fall Mui. Brauchen wir Mui? Ich glaube schon. Ich dachte immer, die W macht AOE Damage. Das war doch pur so, oder nicht? Okay, dann macht der E-Max auch Sinn, ne? Ich dachte, die hat doch mal AOE Damage gemacht. Oder hat die nie AOE Damage gemacht? Das Problem ist, wenn ich jetzt Toplane gank, dann nehmen die Drake. Ich bin da. Der hat gewartet, aber ich wäre Assassinellus. Okay, der. Ja, eine Kette. Okay, jetzt wird's ein bisschen, aber ich bin immer noch. Ja, okay, da müssen wir vielleicht einen Backstep machen, weil das ist Urgott. Der ist schon strong. Muss ich flashen? Wir flashen. Hier ist ziemlich viel los. Alter, was passiert? Okay, wir sind auch sehr weich, müssen wir aufpassen. Wir machen mal eben Golems. Golems sind immer. Oder können wir den. Ich glaube, den Dings, der Kampf von oben, der hat den Tony schon gemacht, oder? Es ist immer noch so echt, dann macht es aber sau wenig Damage. So ein Ward hier, okay, hat er geklärt. Wir müssen Golems machen. Problem ist, wenn ich Moiboots gebe, bin ich super weich. Voll weich. Voll weich. Ja, jetzt gucken wir, ob das AOE Damage macht oder nicht. W an. Bam. Okay, es macht AOE Damage, aber sehr wenig. Also ich habe doch recht, aber deswegen macht. Also damals hat man die W immer gemaxt. Aber damals war auch schon sehr lange her. Ich glaube, ich finde, also ich packe jetzt noch einen Punkt in die W, weil. Ich meine, alleine dadurch. Aber der Cooldown geht, glaube ich, nicht runter. Das ist ein Punkt gegen die W. Aber. Du hast halt auch ein Schild, ne? Schild und Damage. Das ist halt mehr als nur Damage. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gefickt werden. Und ich glaube, wir gehen jetzt straight into Ninjas und dann ganken wir alles weg, Leute. Into Mobis. Haben wir zwar kein Damage, aber wir sind einfach Big Man in the Jungle, Leute. Big Man in the Jungle. Bam. So. Wann transformierst du zum Okaga? Also mit Nautilus auf jeden Fall nicht. So. Jetzt müssen wir was ganken. Weggenken. Ich bin ready. Ready for Ganks, Leute. Oh Gott, ist schon Level 6. Wieso ist er Level 6? Ich glaube, er hat eine Lane gefarmt. Kann das sein? So, Botlane ist schwierig, aber weil ich keine Ult habe und das ist ein Draven gegen Ezreal. Ich wäre unterwegs, aber der springt halt weiter, je mehr Movement Speed er hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, hier so einen Gank zu machen. Weiß auch nicht, ob die hier Vision haben. Und die haben sehr viele Minions. Ich glaube, die haben locker Vision. Problem ist, dass der jetzt wahrscheinlich herkommt, oder? Vielleicht kann ich ihn schnell genug clearen. Ich brauche Level 6. Gib her. Der pairt er da noch. Können ein bisschen XP farmen in der Mitte. In der Mitte. Den schaffen wir, glaube ich, nicht. Aber wir können die Farm nehmen. Oh, da war Bart. Lol. Welcome. Ja, okay, jetzt sind wir tot. Wir sind tot. Mein Torpedo! Ja, okay. Ja, das war nicht so gut. Das gebe ich zwar nicht so gut. Das gilt zwar nicht so gut. Was wollte ich kaufen? Irgendwas hatte ich gesagt, was ich kaufen. Ach, Moiboots wollte ich. Ja, ich kann. Ich habe kein Geld. Ich kann nichts kaufen eigentlich. Legit. Eigentlich. Hier, Leute. Dark Seal. Da sehe ich mich. Wäre mit Amon nicht passiert. Ja, vielleicht. Ja, was heißt denn? Ich bin erst einmal gestorben. Das Problem ist, dass Ryze auch gegen die LeBlanc da in der Mitte gewinnt. Na, vielleicht gehen wir Top Lane. Allerdings wurde. Hat sie gewordet? Weiß man nicht. Ich muss eigentlich nur hochlaufen und ein Torpedo auf die Lane bringen. Ich renne da straight hoch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ein Lane Gang funktioniert. Könnte. Oh no, bitte nicht sterben. Ja, okay, er macht das alleine sogar. Oh lol, ja, okay. Immerhin können wir mal kurz ein bisschen XP farmen. Aber Urgott. Alter, das sind die Urgott Gangs. Er schießt einfach den Zapfen auf die Lane. Welcome. Welcome. Das Problem ist, er macht gerade, glaube ich, meinen Blue Buff, der Urgott. Und der ist halt very strong. Wobei er hat auch Itemsmäßig hat er nicht so viel, aber ich glaube, er killt mich trotzdem, weil er einfach Urgott ist. So, wir müssen jetzt Mitte. Wir machen den Blue Buff. Wir machen halt leider kein Damage hier. Wir brauchen richtig lange für diesen Kack. Wir machen den Blue Buff und dann gehen wir Mitte. Gank oder Report. Ja, dann, wir könnten auch Top Lane ganken. Da würde ich mich eher sehen, aber. So. Irgendwo ganken wir jetzt Mitte oder Top. Wir können ja beides ganken. Wir gehen erstmal Mitte. Bin unterwegs.
Ah, Irelia ist hier, das ist ein bisschen RIP. Hier ein Ward. Leute, seid ihr da, weil alleine schaffe ich die nicht. Wobei, das geht auch. Ich könnte den smiten. Schafft ihr das oder nicht? Hier, Leute. Jetzt ist hier die CC sind wir jetzt einfach komplett durch. Und oh, jetzt geht's los. Torpedo. Abfahrt. Ja, okay. Es ist aber fein. Wir haben 2 Kills gemacht. Es ist fein. Bisher muss ich sagen, rasieren wir noch nicht so heftig. Aber, naja, es ist so, wie es ist. Oh, ein Infernal Drake könnten wir machen, Leute. Wenn jetzt alle kommen, sollte der hier... Hallo? Hurr! Ja, dann machen wir keinen Infernal, weil alleine mache ich den bestimmt nicht. Sollen wir das AP Jungle Item bauen? Denke schon, oder? Hätte ich gesagt. Denke schon. Im Early Game sind Tanks aber auch immer sehr weich, einfach. Ich meine, ich baue gerade nicht Tank, muss ich ehrlich zugeben, aber... Na, im Early Game sind Tanks keine Tanks. Wir müssen erstmal ein bisschen... Frage ist jetzt die E, würde ich sagen dann, ne? Die Frage ist, hier könnte Urgott gleich ganken. So, bauen wir mal ein Büchlein. Ein Büchlein. Wir müssen Bot Lane gehen. Rip, rip, rip. Rip, rip, rip. Oh, der hat aber wenig HP. Ich bin unterwegs. Ich bin schnell. Ich bin schnell. Bei Maymax sollst du Syndrake bauen. Das stimmt. Aber ich bin schnell. Ich bin unterwegs und ich bin schnell. Ich habe aber kein Torpedo. Ich müsste irgendwie Flash irgendwas machen. Nehmen wir erstmal den. Ich glaube, den schaffen wir nicht. Doch. Okay, das ist fein. Jetzt können wir nämlich farmen. Schön die Lane farmen. Da sehe ich mich. Bam. Die Laufanimation, die ist gut. Ja, vielleicht könnten wir auch einfach Nashor... Nee, Nashor ist Crap. Nashor ist Crap. Eigentlich müsste ich jetzt voll durchpushen, weil hier ist eine Kanone. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann intet die Wave komplett weg. Ich glaube, WMAX ist echt fein. Soll ich mir ein Play? Ein Plate geht immer. Hurrup. Bam. Guckt euch das hier an. Eigentlich müsste der 10.000 Damage kriegen, wenn ich damit mal Anker drauf hau. Bam. Und noch ein. Bam. Und jetzt gehen wir direkt Mitte runterrennen. So. Very big. Ich glaube, wir machen eben das Jungle Item fertig. Jetzt sind wir nämlich Power Strong. Transformation zu Power Strong. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, okay, du wolltest es so. Deine Schuld, selber Schuld. Nautilus broken, Leute. Das nennt man broken. Wer sich mit dir anlegt, wird gebumst. Full Bums. Wir könnten eigentlich für ein... Ja, okay, komm. Ich bin nicht tanky. Aber ist mir egal. Prä, prä, Full Bums. Badadu, badadu. Und jetzt können wir das Ding smacken. Wobei, Urgott, kommt der? Weiß man nicht. Ah. Da wird der ganz viel Inferno gepinkt, aber ich glaube nicht, dass der guten Plan ist, weil da ist Urgott und da ist Rice. Wir sind zu viert, aber irgendwie inten wir, glaube ich, alle. Ich meine, hier so ein Tower zu getten ist auch nicht verkehrt, hätte ich gesagt. Ich meine, das ist der First Turret. Das ist voll gut. Gameplay. Das ist schon fein. Bap, bap, bap. Guck mal, wir sind very rich. Very rich. Very rich. Tanks sind halt einfach OP. Ja, noch sind wir ja nicht tanky, aber jetzt werden wir tanky. Bam. Ne, jetzt kaufen wir AP, weil wir müssen, wir haben ja unsere Wege, Max, das wurde gerade gesagt. Sunfire. Ich glaube, Sunfire ist sogar stärker als das Sunfire Jungle Item. Deswegen bauen wir richtiges Sunfire. Ne, wir machen richtiges Feuer, nicht hier so ein kleines Feuerchen. Schütze Naughty Bot. Ich spiele Naughty Jungle. So Full Attack Speed Nautilus, ja. So, jetzt getten wir den. Jetzt, Böllern, mal was scale eigentlich mit AP. Q, E und Ult. Let's go. Und jetzt gehen wir Full Tank. Jetzt gehen wir die Mitte runterrennen. Guck mal, wir haben jetzt auch ein bisschen CDR, das ist auch nicht schlecht. Bam. Das reicht es? Nö. So, hier. LeBlanc, das ist voll perfekt, wenn du jetzt von hinten kommst. Aber sie entscheidet sich, ja, wenn sie den killt, ist auch okay. Wenn sie ihn nicht killt, dann ist nicht okay. Ja, da muss ich jetzt deine Lane farmen. Vielen Dank an Dunados. Merci. Merci, merci. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Go for this, go for this, go for this. Mach Ult, alles. Feuerbälle. Oh, die Vögel, die würde ich gerne farmen, aber mache ich auch. Aber der resettet gleich. Danke. Bam. Geh weg. Nice. Kappa.
Den könnte ich töten, aber ist zu gefährlich. Genau deswegen. Bin erstmal kurz raus. Okay, ja. Full raus. Ich bin zu dünn für sowas. Easy. So, wir müssen halt gucken, dass wir den Fernal nicht abgeben. Und ich würde gerne den Blue nehmen. Vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, Dunalos. Vielen, vielen Dank. We lost Infernal. Ja, Infernal wird jetzt wahrscheinlich gemacht, aber... meine... ich kann den nicht alleine machen. Ich mache keinen Damage an dem. Also literally. Literally. I know no do damage. I know do damage. Hier, noch sind die nicht so weit. Ich habe keinen Smite, aber let's go, Leute. Ich bin schnell, ich bin Nautilus. Ich habe nur keine Ult und so. Aber die escapen, das ist gut. Shinobi, ich habe keinen Smite, das wisst ihr hoffentlich. Das wird nichts, Leute. Der klaut das. Ha! Ich bin aber broken. Das hast du, damit hast du nicht gerechnet. Engage, Leute. Engage ist GG. Das war auch Engage. Es zählt zu der Kategorie, zu der Unterfamilie der Engage-Klassen. Das war Shinobi. Engage Shinobi, GG Shinobi, sofort Reward. Das war Instant Payback, nennt man das. Das sind Payback-Punkte, die Instant Payback-Punkte. Drück Engage, gewinn das Game. Drück Engage, gewinn das Game. Bam. Broken. GG. Das war Shinobi. Das ist kein Shinobi. Das ist, wie nennt man denn japanische Krieger? Samurai. Samurai Nautilus? Weiß ich nicht. Einfach Payback Nautilus. Bam. Und E. Und jetzt können wir gleich hier die Feuerkutte kaufen. Jetzt sind wir nicht nur tanky, wir machen auch Damage und brennen die Gegner nieder. Und dafür müssen wir nichts machen, außer neben dem Gegner stehen. Tank Design. Neben dem Gegner stehen, Damage machen und gleichzeitig tanky sein. Das hier ist Tank Design, meine Freunde. So, wir gehen jetzt einfach für den Full Gank. Ich bin Nautilus. Ich bin groß. Ich bin schnell. Ich bin Nautilus. Ich bin Big Daddy in the fucking Gang. Ich bin unterwegs. Ich gette dich. Getting. Getting. Allerdings müssen wir... guck mal, wie viel Damage ich mache, aber ich bin alleine. Ein Nautilus weiß, wann er kämpft. Jetzt. Und Raven Lager. 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 Er ist schnell. Hast du mal Glück gehabt? Hast du nicht? Ha, oh, hast du doch. Ja, tap, ja, ich meine, ich würde gerne für den Get gehen. Gleich. 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3. Leute, ich bin dabei, ich bin in. Seid ihr auch in? Engage, Leute, hier. Aber wobei, da ist nur einer hinter der Wand, den habe ich gesehen. Rice war das, glaube ich. Schaffen wir das? Schaffen wir. Oh, shit. No. Aber ist, glaube ich, okay. Ich meine, Urgot ist echt strong. Urgot dürfen wir nicht unterschätzen. Ich wäre dabei. Ist LeBlanc auch da? Ich wäre dabei, Leute. Seid ihr dabei? Ich wäre dabei. Ah, ich glaube, wir catchen lieber jemanden. Den da zum Beispiel. Okay. Leute, aufgepasst. Na, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wichtig beim Engage ist, dass man nicht intet. Das wäre wichtig. Ich habe halt wenig HP. Ich bin ein bisschen scared about my life. Ein bisschen scared about. Ich glaube, wir töten einfach Top Lane. Das hier ist mir zu viel. Zu viel Action. Ich bin Nautilus. Groß. Und Nauti. Ah, ich weiß nicht. Irelia dive, never dive Irelia ist die Regel. Aber let's go. Feuer. Outplayed Sun. Out Nautilus. Es kann so einfach sein. Warum will man Assassine spielen? Weil man einfach R drücken kann. Press R to win. Hier. Press Q to win. Press W. Okay, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Press Q. Okay, jetzt, Leute. Ja, wenn ich sterbe, ist okay. Aber ihr müsst jetzt was machen. Naja, okay, das war zu viel. Na, wir sind nicht unsterblich. Auch Tanks sterben. Leider. Was kaufen wir jetzt, Leute? Ideen? Warum? Was haben die denn so? AD, AD. Der macht kein Damage. AD. Also Armor. Ja. LeBlanc. Ja. 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 Iceborn. Geil, Niceborn, ja. Niceborn könnte man es nennen. Niceborn Gauntlet. Geil. Niceborn Gauntlet kaufen wir. Aber wir gehen, weil wir klug sind, erstmal auf Tank. Alter, das gibt's doch nicht. Ich glaube, mein Anker ist zu klein. Ist mir ein bisschen peinlich, aber...
serie di uccisioni interrotta. Danke. So, ich bin ready. Ich hab Ult. Der ist free. Lauf in die Lane. Drück R. Press Q. Win. Es kann so einfach sein, Leute. Voll einfach Gameplay. Ich hasse Tanks. Du musst nichts dafür können. Bist aber giga broken. Der ist nicht klein, du kannst nicht damit umgehen. Sehr gut. So, was machen wir? Wir bräuchten eigentlich ein bisschen. Eigentlich, wir bauen ja gerade Cooldown Reduction. Ja, das passt eigentlich. Top Lane ist eine Wave. Oh no! No! Rup! Der Jungle Gank Anker. Bam! Ich habe mich aber nicht ganz an den Minion rangezogen, ne? Es war nur so halb. Gönnen wir uns den auch noch? Ich glaube, wir packen jetzt einen Punkt in den Anker. Mehr Anker ist mehr Anker, Leute. Wir haben jetzt wieder Ult gleich. Das heißt, wir rennen mal die Mitte runter. Ich bin unterwegs. Bap, 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 bap. So, jetzt gehen wir Jungle. Wenn die kommen, engage ich und dann gewinnen wir. Weil engage ist win. Hier. Feuer. Q. W. Gewonnen. Engage. Picked engage. Ja, ich weiß, ich nerv euch damit, aber picked engage. Ich habe keinen Smite, aber let's go. Ist nur ein Ocean Drake. Außerdem ist Ogre tot. Jetzt könnten natürlich sagen, aber Tui, warum pickst du denn kein Engage? Also jetzt gerade habe ich es ja gemacht, aber ich hasse Tanks einfach. Tanks sind einfach zum Kotzen. Das ist... Alter, der geht ja für den Turbo hin. Turbo! Nee. Abbruch. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Yo! Bam! Mit dem Anker auf die Ollenglocken. Ich hab gleich ein Torpedo, Leute. Shinobi! Feuergranate! Nee, noch nicht. Keine Minions. Au. Ja, Hitbox oder was? Also, habt ihr die Hitbox gesehen? What the fuck? Hä? Habt ihr das gesehen? Das war ja äußerst fragwürdig. Äußerst fragwürdig. Ich will eigentlich hier... Leute, ich bin raus. Äußerst fragwürdig. Wobei der Anker ziemlich groß ist, Leute. Ist anscheinend doch nicht so klein. So, jetzt machen wir mal einen Nice-Spawn fertig. Und dann sind wir eigentlich broken, hätte ich gesagt, ab jetzt. Das gab mal eine Meta, da war das Giga-broken. Ice-Spawn hatte 150% Damage. Und hatte, glaube ich, auch ein bisschen mehr Armor oder so, keine Ahnung. Und Sunfire hat, glaube ich, auch bessere Stats gehabt und mehr Damage gemacht. Und du hast die beiden Items gekauft. Du hast super viel Schaden gemacht, bist super tanky, bist super unsterblich. Na, guckt euch jetzt hier, AD Carry. Go back, ich mach das hier. Na, oder auch nicht. Dann vielleicht später. Wir dürfen natürlich auch nicht übertreiben und throwen, ne? Aber lass mal in den Gegner zum Jungle gehen. Und hier seinen Vogel nehmen. Das ist... Okay, ich bin tot. So viel dazu. W. Ja, also, Lag. Sorry. DC to Desktop. Schwierig. Was kaufen wir jetzt, Leute? Was sollen wir kaufen? Was sollen wir kaufen? Noch mehr Armor? Thornmail? Righteous Glory, Leute. Wir gehen für den Full Engage. Righteous Glory. Wieso habe ich Mana-Fluss? Wieso habe ich Mana-Fluss? Ich hatte Gathering Storm. Wieso habe ich bitte Mana-Fluss mit? Hätte ich jetzt Gathering, würde ich jetzt Todestorpedos abschießen. Ich habe echt fucking Mana-Flow. Really? Oh man. Oh man. Vielleicht Boots wechseln, das können wir bald auch machen. Ja, ist ein guter Plan. Group mit. Wir müssen jetzt halt groupen, bevor die Leute einzeln sterben, so wie ich. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich gehe für den Full Carry. Ich bin unterwegs. Full Carry.
Lol. Es wäre irgendwie, hätte lustig ausgesehen, aber leider war es nicht mein Damage. Guck, kaum bin ich da, sterben alle Gegner. Zufall? Glaube nicht. Glaube nicht. Wo sind die Gegner? Also wir können auch Baron machen eigentlich. Aber wir können auch Inip vielleicht machen. So, sie sind in der Unterzahl. Jetzt engagieren wäre klug, aber er ist jetzt fast tot. Das ist nicht so geil eigentlich. Also wir können auch einfach den Tower machen. Das wäre auch eine Option. Oder wir machen das hier. Weil wir ihn einfach angreifen und töten. Fra! Fra! Auto-Attack! Bam! Geslowt! Und E! Und easy! Wer möchte einen guten Nudelstern verdienen? Warum haben wir gerade den Tower so easy diven können? Richtig! Die Gegner waren in der Unterzahl und ich verfüge über Engage. Ich habe auf den Gegner engaged. Ich habe ihn gecatcht, weil auf der Elo ist jeder out of position. Und die Gegner sind dadurch noch mehr tot, weil sie tot. Du brauchst einen, der irgendwas macht. Und du kannst auch die Gegner einfach da rausziehen. Bam. Einfach bam. Hier, Smite. Komm her. Oh, das wäre jetzt RIP gewesen. Einfach GG. Easy Game. Frostsommer finde ich besser. Nee, Frostsommer wäre echt bad. Ich glaube, sogar ein Rylas wäre besser als ein Frostsommer. Ja, schön. Rede, schön. Rede, schön. Rede, schönes Game.